Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Was hat Desmond uns heute geschickt? Von Desmond wird heute bekommen Move von Dennis Weiser. Danny Weiser. Ein Stift, ne? Ein cooler Stift. Geil. Weißt du, was der Stift kann? Was kann der Stift? Ich glaube, ich kriege das für die Kamera gut hin. Ja, nichts in der Hand und ich kann... Oh mein Gott, wie heißt das Geile, ja, das gibt es in Deutschland, glaube ich, keinen Namen dafür. Und ich hoffe, das hat jetzt gepasst und die Kappe kann auch untersucht werden. Und mit ein paar Griffen auch dann der Stift. Ja, genau, das war eigentlich im Groben und Ganzen schon der Effekt. Ja. Es wandert, ich weiß nicht, wie das Teil heißt, aber... Der Nupsieder. Okay. Das Ding wandert auf jeden Fall an dem Stift hin und kann dann auch wieder zurückspringen. Mhm. Es ist noch eine Version mit dabei auf dem Download. Da fasst man es nicht an, sondern da wandert es unsichtbar. Ja, wir wollen jetzt nicht sagen, was man dafür braucht, aber vielleicht meine Lieblings-Cornflakes-Marke, Fruit, irgendwas. Genau. Irgendwas. Das ist dafür vorausgesetzt. Ja. Ihr denkt, ihr wisst, woran, ist nicht dabei, was wir eigentlich... Ist nicht dabei, nein. Ja, es ist so ein kleiner Effekt. Es ist jetzt nicht, muss ich gleich sagen, der Bombeneffekt, wie ich finde, sondern es ist, wir haben vorhin drüber geredet, es ist so eine Art, so ein Add-on. Genau. Wer vielleicht kennt von Gregory Wilson, von On the Spot, wo ein Stift verschwunden ist und die Kappe erscheint hinter seinem Ohr, im Ohr. Wenn man Stiftmanipulation macht, dann kann man das super mit einbauen. Genau. Oder was auch von Greg Wilson gut dazu passen würde, das ist auch ein Gimmick, verwendet denselben Stift, ist Pointless, wo die Spitze des Stifts immer von oben nach unten und unter die Kappe und so umher springt und man rumdeutet und ist immer woanders. Genau. Das würde auch gut dazu passen, da könnte man sich bestimmt eine sehr, sehr coole Routine zusammenbauen. Also wem sowieso es nicht ausmacht, mit so einem Stift zu arbeiten, ist wahrscheinlich kein Fehlkauf. Genau. Also viel gibt es dazu eigentlich tatsächlich auch nicht zu sagen. Mehr könnt ihr damit auch nicht machen. Ja, also der schreibt auch, er ist vorher und nachher untersuchbar. Und das war's. Ja, es ist, er hebt eigentlich auch ewig. Es ist ein ganz normaler Stift, ihr könnt ihn als euren alltäglichen Stift nehmen. Das Spinning beispielsweise. Ja, genau. Irgendwelche Andi kommt schon auf. Kann das nicht. Kann er nicht. Auf jeden Fall. Ja, es ist so eine kleine Zugabe. Ein Klassiker, ja, aber das geht auch mit ihm an. Ja, sollen wir da direkt zur Bewertung kommen oder haben wir noch was Spannendes dazu zu sagen? Für Kamera war es auch ganz nett. Ich weiß nicht, du hast, als wir den bekommen haben, gleich so ein Facebook-Video dazu gemacht. Da ist er auch super, wenn ihr so Instagram-Zauberer seid, sage ich jetzt mal, für so ein cooles Video. Es ist sehr visuell, es geht auch für Kamera, es geht auch live. Also mir persönlich gefällt er halt eben nicht, besonders auch, weil es kein Sharpie ist. Ich gebe jetzt mal, es funktioniert. 4 Punkte für denjenigen, der es möchte. Ja. Also es ist keine DVD dabei, es ist ein kurzer Download oder Online-Video, wo man es kurz erklärt und nicht die Welt. Man erfährt, was man braucht. Genau. Aber jetzt wirklich tatsächlich irgendwas Brillantes ist es jetzt auch nicht. Nee, muss ich auch so sagen. Mein gleiches Problem ist, es ist kein Sharpie. Ich verwende nur mal Sharpies und habe auch kein Problem, mehrere Sharpies zu verwenden. Da passt so ein Stift einfach nicht in mein Konzept. Und ich finde auch den Effekt, dass das da rum war, dann nicht so Bombe. Mhm. Also von mir gibt es da auch für nur 3 Punkte. Also ja, mir gefällt es einfach, meine persönliche Meinung. Mhm. Ich finde, da gibt es viel coolere Sachen mit Stiften als das hier. Aber naja, vielleicht gefällt es ja euch. Das ist fair. Genau. Komm. Ja, das war's mit Move von Tyler Benn und Danny Weiser. So, als nächstes haben wir von Tesma bekommen Spiraled von... Überraschung. So, du dachtest den Namen. Chemi Strange. Es ist ein Stift. Es ist ein Stift, man kann ihn... Es ist nicht mal ein richtiger Stift, es ist ein kaputter Stift. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ja, kaputt nicht, aber... Verdreht, ja. Verdreht. Und Spiraled. Spiraled, ja. Da sind wir auch schon beim Effekt. Das ist nämlich der Effekt. Ich meine, es ist wieder kein eigenständiger Effekt. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, an den Tisch gehe ich rüber, da mache ich Spiraled. Ja. Es ist sowas wie, wir hatten schon mal sowas ähnliches, was wir auch beide verwenden, Solid and Stretch. Mhm. Es ist sowas, was man einbaut in seine Routine. Man gibt, man lässt eine Karte unterschreiben, eine Münze unterschreiben, ihr lasst bestimmt auch irgendwas unterschreiben. Und wenn ihr Sharpies verwendet, ihr nehmt den Sharpie zurück oder gebt ihn her. Ich weiß gar nicht, wie es in der Original-Performance ist. Ist aber auch völlig gleich. Man verdreht den Stift und sagt, oha, was ist denn hier los? Mhm. Und die Leute können auch, man kann es einbauen, wie man will. Man kann nämlich mit diesem Stift schreiben. Mhm. Das heißt, man kann auch sagen, hier, ich habe einen Stift. Hier, okay, ich verdrehe den mal. Du unterschreibst damit, nimmt ihn zurück, macht ihn wieder ganz, steckt ihn in die Tasche. Da hat man alle Möglichkeiten. Ist das im Vergleich zum ersten jetzt zum Beispiel, was mir jetzt an dem hier schon mal besser gefällt, erstens ein Sharpie und zum zweiten, man hat dieses Unmögliche, diesen unmöglichen Gegenstand, das kennt keiner so. Das stimmt. Es sieht auch nicht so aus, als hätte es jemand mit Feuerzeug gemacht und verdreht. Es sieht tatsächlich besser aus. Gut, man könnte es wahrscheinlich auch mit welchen machen, aber... Aber es sieht richtig, es sieht jetzt nicht gepfuscht aus. Es sieht nach einem interessanten Gegenstand aus, noch zusätzlich. Also diese Zwischenstufe zwischen, jemand hat unterschrieben,
was macht ihr jetzt? Ihr habt dazwischendrin noch was, einen weiteren Effekt. Mhm. Ja, also Hauptsache immer wieder magisch halt eben. Es gibt noch ein paar Routinen, wie man das machen kann, wie man den austauschen kann, wo Andi jetzt auch gesagt hat, das gefällt dir jetzt nicht so. Genau, die Methode, die dabei ist, finde ich nicht so gut, wie das gezeigt wird, der Switch. Also man kriegt den Stift so und dann ist noch ein Gimmick mit dabei, auf das wir jetzt nicht näher eingehen, mit dem man ihn quasi switchen kann. Ich meine, wir können mal sagen, Austausch gegen den normalen Sharpie. Ich finde allerdings den Gegenstand super, aber die Methode zu switchen ein bisschen blöd. Sie benötigt eine kleine Vorbereitung an eurer Kleidung und setzt auch eine gewisse Kleidung voraus, die ich nicht so toll finde, wo du auch kein Fan von bist. Aber man kann mit dem Gegenstand und durchaus, wenn man ein bisschen kreativ ist, auch so arbeiten. Man kann von mir aus einen Flipstick-Move machen, ihn dadurch irgendwie austauschen, man kann einen Fake-Transfer. Oder ihr habt halt eben sowieso schon einen Sharpie in der Hand gehabt und die Leute kennen das und ihr geht in die Tasche, tauscht es aus und habt es dann quasi das so. So würde ich damit arbeiten. So im Live-Performance-Bereich, wo man mit Misdirection arbeiten kann, fände ich das so echt super, wenn man sagt, man will das einbauen. Es ist so ein super kleines, was einfach so eine Kleinigkeit, die man, dass man selbst beim Stift unterschreiben, auch noch, wie wir damals bei Solar Stretch gesagt haben, dass alles, was die Leute, was man macht, Zauberei ist, selbst nur der Stift. Und deswegen finde ich es eigentlich eine sehr schöne Idee. Mhm. Von mir, ich muss persönlich sagen, ich habe schon genügend Gimmick-Sharpies. Und das ist jetzt nicht so einer, den ich sagen würde, den würde ich jetzt unbedingt mit in ein Repertoire mit aufnehmen. Von mir gibt es jetzt mal 5 Punkte dafür. Für den richtigen Performer, wenn es einen richtigen ist. Vielleicht für eine Coin-Wechsel-Routine, also für eine Münzverbiege-Routine, so, ja, wir können es auch mit dem Stift machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja? Genau. Aber ansonsten, also ich brauche es jetzt nicht zwingend. Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich sage einfach 5 Punkte. Mir gefällt auch Solid and Stretch besser, das hat irgendwie mehr Impact. Aber ich gebe ihm 6 Punkte, weil ich finde, es ist ein Sharpie, ist ein unmögliches Objekt, wie du schon gesagt hast. Bis auf den Switch, aber den kann man anders lösen, wenn man das möchte, wie in meinem Fall. Aber sonst auf jeden Fall eine saucoole Sache. Funktioniert live, funktioniert für Kamera. Was gibt es da noch zu sagen? Das wäre es eigentlich. Ja. Mit Spiral. Gut gemacht, Mr. Strange. Oder Dr. Strange. Nee, ich glaube, es ist nur. Und das war's dann auch schon wieder mit der Angel Magic Review. Heute mal mit 2 Stift-Add-ons. So 2 Sachen, die vielleicht nicht zwingend ein eigener Effekt für sich sind. Wie gesagt, Move und Spiral. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr so noch zusätzlich verwendet. Stift, mal ganz interessant. Ja, ob ihr Stift-Gimmicks verwendet. Du hattest letztens eine Diskussion in unserer Facebook-Gruppe, Schleichwerbung, welche Gimmick-Sharpies so verwendet werden oder wie man sie austauscht und so. Genau, einfach mal Stift-Gimmick. Schreibt uns mal rein, was ihr da so im Repertoire habt. In diesem Sinne, bleibt magisch.